Johann David Köhler, Numismatiker, 1735 bis 1755, Burgstraße 22 bis 23. Johann David Köhler. Johann David Köhler, geboren am 18. Januar 1684 in Colditz, gestorben am 10. März 1755 in Göttingen, war ein deutscher Historiker, Numismatiker und Heraldiker. Leben. Köhler wurde als Sohn eines Diakons geboren, bezog die Fürstenschule in Meißen und erwarb dort die Voraussetzungen, ein Studium zu beginnen. Es zog ihn am 28. April 1703 an die Universität Wittenberg, wo er ein Studium der Theologie beginnen wollte. Jedoch kam er mit den Vertretern der lutherischen Orthodoxie nicht klar, sodass er ein Studium der Philologie und Geschichte verfolgte. Unter der Leitung von Konrad Samuel Schulzfleisch widmete er sich dem klassischen Altertum und erwarb am 17. Oktober 1704 den akademischen Grad eines Magisters. Im Großen Nordischen Krieg wurde auch Wittenberg in diesen involviert. Daher sah er sich genötigt, seine bisherige Heimat zu verlassen und fasste den Entschluss, an die Universität Straßburg zu gehen. Auf dem Weg dorthin bereiste er auch andere Universitätsstädte. So besuchte er unter anderem die Universität Altdorf, wo er sich 1707 das Recht erwarb, Vorlesungen zu halten. Durch den Kontakt mit Daniel Wilhelm Moller machte er sich mit der Numismatik vertraut und ihm wurde eine außerordentliche Professur in Altdorf angeboten, die er jedoch nicht annahm. Stattdessen arbeitete er als Informator und Übersetzer bei Henning von Strahlenheim und der von ihm geleiteten schwedischen Kommission zur Durchsetzung der Altranständer Konvention und übernahm die Bearbeitung der Korrespondenz mit dem kaiserlichen Hof in Wien. Über Regensburg gelangte er mit Strahlenheim nach Zweibrücken, wo er sich mit Genealogie beschäftigte. 1710 erhielt Köhler einen Ruf auf die Professur der Logik an der Altdorfer Hochschule, die er im Mai 1711 antrat. 1714 wechselte er auf die Professur der Geschichte und entfaltete in dieser Position eine umfangreiche literarische Tätigkeit und fand 1726 Zugang zur Leopoldina. Nachdem er mehrere Berufungen an verschiedene Universitäten ausgeschlagen hatte, folgte 1735 einem Ansuchen der neu gegründeten Universität Göttingen als Professor der Geschichte, wo er bis zu seinem Tod 20 Jahre mit der Hochschule verbunden blieb. Vor allem hat er als Historiker Spuren in den Hilfswissenschaften der Geschichte hinterlassen. So stand er in Verbindung mit dem Melker Benediktinermönch Hieronymus Paetz und war korrespondierendes Mitglied der Societas Incognitorum im mährischen Olmütz. Als sein Hauptwerk wird das auf dem Gebiet der Numismatik liegende 22 Bände umfassende Werk Historische Münzbelustigungen bekannt. Zudem hat er eine Vielzahl von Programmen und Aufsätzen verfasst, die sich meist mit der deutschen Geschichte beschäftigen. Auch war er als Herausgeber von Marquard Frers Directorium Historicum und von Jakob Wilhelm Imhoffs Noctica Procerum und anderen Autoren in Erscheinung getreten. Sein Sohn Johann Tobias Köhler trat ebenfalls in seine Fußstapfen und wurde Professor in Göttingen. Er war ab 1734 Mitarbeiter an der Neuausgabe des Siebmacher. Sein Beitrag war das Vorwort zum Buch und drei Supplemente.